Wenn euch am Schluss das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach ein Gefällt mir-Button, Glocke betätigen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das geht, nicht? Dankeschön. Man muss dankbar sein, dass alle Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, sowohl in den USA wie eben auch hier, die Sanktionen vollumfänglich mittragen. Russland liefert wieder Gas nach Italien, trotz Ukraine-Krieg. Spanien importiert so viel russisches Gas wie noch nie. Die Solidarität ist ungebrochen. Gasimporte in Österreich, zu 98% russisches Erdgas. Frankreich fordert entschlossene Haltung gegen Putin, führt jedoch EU-weit bei Gaszahlungen an Moskau. Gas aus Russland kommt sowieso nicht, weil Putin es nicht mehr liefert. Deutschland bezieht weiter Gas aus Russland. Ich bin heilfroh, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen. Und von mir aus sollte es auch dabei bleiben. USA kaufen massenhaft russisches Uran, trotz Sanktionen. Indien raffiniert russisches Öl und macht Profite. Sanktionen zeigen offenbar wenig Wirkung. Aber die russische Wirtschaft ist hart getroffen durch die Sanktionen. Und einen wesentlichen Teil davon trägt die deutsche Wirtschaft. Trägt die deutsche Wirtschaft. Nennen Sie ihn Lügenmaul. And this is a vaccine we're going to give to 7 billion people. Also ich hatte ziemlich zu Anfang den Eindruck, dass dort Menschen starben aufgrund von falscher Behandlung. Und wenn die dann beatmet wurden, mit einem Tubus in die Lunge und mit der Maschine beatmet wurden, starben die alle. Fast alle. Weil die behandelt wurden wie eine Pneumonie, hatten aber keine. Das Ganze wurde uns immer gezeigt als Covid-19-Opfer. Als das in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, dann war plötzlich Schluss. Dann hat die WHO gesagt, wir stoppen das. Niemand hat das irgendwie verhindert, keine Aufsicht. Verschwörungstheoretiker. Heute bei der AfD, da können Sie es aber laut sagen. Ja, jawohl. Ja? Und Sie fragen, wo die Mitte ist. Die Mitte sind die ganz normalen Leute von früher, die früher CDU oder SPD gewählt haben, die heute bei der AfD sind. Das ist die Mitte, das sage ich Ihnen jetzt. Ich bin aufgebracht, ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich mache mir Gedanken. Verdammt nochmal, wir sind hier nicht, weil wir Rechte sind, wir sind hier nicht, weil wir Nazis sind. Wir sind hier, weil wir uns verpassen machen. Jeder braucht uns. Weil morgen so ist Nachricht. Moment. Vor zwei Tagen. Gucken Sie sich. Das ist mir ganz egal, weil Sie ganz genau alle gleich sind. Wirklich. Aber Sie wollen doch auch nicht anders haben. Ja, genau. Ja, aber wenn Sie das tun, wenn Sie das alle tun, egal welche Zeitung ich aufmache, egal welchen Sender ich anmache, ich werde voll gebombt mit Nazi, mit Rechten, mit Rechtsradikalen. Verdammt nochmal, wir sind ganz normale Bürger. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in der Schule neben erwachsenen Männern mit Barten sitzen, von denen wir weder wissen, wo sie herkommen, wir wissen nicht ihr Alter, wir wissen nicht, ob sie kriminell sind oder ob sie Terroristen sind. Und diese Gedanken machen wir uns, ganz normale Leute, die früher CDU oder SPD gewählt haben. Gut, solche Nazis gehören offensichtlich nicht zu den Dichtern und Denkern. Nazi-Schweine raus, haut ab! Haut einfach ab. Ne, ihr seid nur Igitt. Ab sofort Nazis raus aus diesem Kanal und an alle anderen. Bis dann. Seconds earlier. Sind die Öffentlich-Rechtlichen wirklich frei? Absolut frei. Uns redet keiner rein. Was dieser Tage in den Mikrofonen und Kameras des italienischen Rundfunks landet, oder was eben genau nicht,
Das beschäftigt derzeit das ganze Land. Der Vorwurf wiegt schwer. Er lautet Zensur, weil Kritik an der postfaschistischen Regierungschefin Meloni aus dem Programm genommen wurde. Dass in Italien verschiedene Regierungen immer wieder versucht haben, in die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzugreifen, das wäre nichts Neues. Doch in diesem brisanten Fall wollen viele Journalisten das partout nicht zulassen. Meine tägliche Gehirnwäsche gibt mir heute bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, das darf man in der Runde ja sagen. Das ist doch alles Augenwischerei, was hier passiert. Nienburg in Niedersachsen. Ende März diesen Jahres geht ein Mann aus Gambia mit einem Messer auf seine Freundin los. Beim Eintreffen der Polizei eskaliert die Situation weiter. Der Mann versucht, auf den hinzugezogenen Polizeihund einzustechen. Die Polizisten müssen zur Waffe greifen und erschießen den Täter. Der Fall sorgte für Aufsehen. Doch deutsche Medien stießen sich nicht an der Brutalität des Afrikaners, sondern am Vorgehen der Polizei. Nun wird sogar dem Hundeführer eine Nähe zum Rechtsextremismus unterstellt. Ein Facebook-Profil unter dem Namen des Beamten und Diensthundeführers zeichnet zumindest ein Bild einer Gesinnung. Darauf wurden Inhalte von Blogs und Gruppierungen geteilt, die unter Verschwörungsanhängern sehr beliebt sind. Neben auf 1 kommt auch das Alternativmedium Report 24 im NDR-Beitrag vor. Was die angeblichen Social-Media-Postings und die private Meinung eines der beteiligten Beamten mit dem Vorfall zu tun haben, haben wir Report24-Chefredakteur Florian Machel gefragt. Was das jetzt mit irgendwelchen alternativen Medien zu tun haben soll, ist mir völlig unklar. Also der Zusammenhang besteht überhaupt nicht, wenn man sich den Sachverhalt überlegt. Also wenn da jetzt irgendein Mann herumläuft und seltsame Dinge tut, kann man sich seinen Hintergrund schon ansehen. Aber das ist ja hier überhaupt nicht gegeben. Der Polizist und seine 13 Kollegen haben versucht, Menschenleben zu schützen. Das Menschenleben dieser Frau und natürlich von sich selbst und auch das Leben des Hundes. Das ist dort passiert. Und was dieser Polizist oder was die anderen Polizisten gelesen oder nicht gelesen haben oder geteilt oder nicht geteilt haben, ist völlig irrelevant. Für Machel ist klar, der Mainstream versucht hier erneut eine Geschichte zu konstruieren, um die Arbeit alternativer Medien zu diskreditieren. Also das kommt von daher, dass man einfach von Hass beseelt ist gegen Andersdenkende und da einen Zusammenhang konstruiert, der überhaupt nicht zutreffend ist. Also da passt nichts zusammen. Für Machel ist auch die Stimmungsmache gegen die Polizisten befremdlich. Wir sehen jetzt, dass eine deutsche Öffentlichkeit gegen Polizisten losschlägt, die eigentlich das Letzte dort sind. Und das ist eigentlich erschütternd. Ja. Diese Beamten geben ihr Leben, riskieren ihr Leben, um Menschen zu retten. Es ist wirklich egal, ob das ist ein Afrikaner, ein Schwarzafrikaner, wer auch immer war der Täter. Ein Mann mit einem Messer hat eine Frau bedroht, dann ist er auf die Polizei losgegangen. Das ist dort der Sachverhalt. Und alles andere, was da hineininterpretiert wird, ist ja völliger Schwachsinn, weil die Polizisten hätten gegenüber jedem anderen Täter natürlich genauso vorgehen müssen. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! General Stussner. Ich lasse mich gerne fügeln, da kommt's ja. Wir verlegen aus dem gesamten NATO-Gebiet, auch aus Nordamerika, an die Ostflanke. Wollt ihr den totalen Krieg? 90.000 Soldatinnen und Soldaten aller NATO-Mitglieder, aller NATO-Mitgliedstaaten sind daran beteiligt. Deutschland geht bei den Planungen der NATO all in. Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Das, meine Damen und Herren, ist kompletter Wahnsinn. Das ist anders als bei oder als in bisherigen Zeiten, wo wir für das internationale Krisenmanagement immer wieder Kontingente herausgeschält haben und diese in die Einsätze gebracht haben. Jetzt ist es ein All-In und ich glaube, das macht den großen qualitativen Unterschied aus. Hier muss man nicht mehr die Fresse, hier muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Einer meiner Söhne ist 21. Das ist also ideales Kanonenfutteralter. Als seine Mutter starb, war er 10. Mhm. Danach ist meine Mutter eingesprungen. Ich weiß, wie viel wir gekämpft, in diesen Jungen investiert, an ihn geglaubt haben. Er hat sich wunderbar entwickelt. Es hat alles geklappt, trotz der schweren Bedingungen, unter denen er aufgewachsen ist. Jetzt stelle ich mir vor, er wird eingezogen, ein bisschen ausgebildet, kommt schlecht ausgebildet da an der Ostfront an. Es macht Peng und er ist tot. Das will ich nicht. Das will ich für niemanden. Und da ist mir auch völlig egal, welche hehren Worte von der Verteidigung Europas man da findet. Dieselben hehren Worte findet man für jeden Krieg. Diejenigen, die junge Männer, aus denen die ganze Hoffnung ruht, die ihr Leben vor sich haben, für irgendwelche hehren Worte in den Krieg schicken, die verachte ich. Und ich werde meinen Sohn dafür nicht opfern. Und wer meint, er müsse das fordern, moralisch überhöhen und toll finden, der kann gern irgendwelche Kriegstreiber von FDP, Grünen und CDU wählen. Den wollen wir gar nicht. Wir wollen diejenigen, die so viel Menschlichkeit sich bewahrt haben, dass sie nicht unsere Söhne ins Grab an der Ostfront schicken wollen. Ich finde das sehr stark. Zusätzlich stemmt Deutschland noch den als zentralen Beitrag die logistische Drehscheibe im Herzen Europas. De facto führen alle Wege über Deutschland. Hier ist deutsche Verlässlichkeit gefragt. Wir haben zum einen einen maritimen Anteil mit dabei. Das ist die transatlantische Verlegung von Nordamerika nach Europa. Und wir haben hier das, was wir vor Ort haben. In den kommenden Wochen werden wir der Bevölkerung schon einiges zumuten. Es wird lauter und es wird voller werden auf Deutschlands Schienen, aber auch auf Deutschlands Straßen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Und es sollte nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen. Aber jetzt bringen sie den Krieg bis vor unser Haustür. Und durch die Aussage von Frau Baerbock, weil wir einen Krieg gegen Russland führen und nicht gegeneinander. Wie kann ein Mensch so eine Scheiße von sich geben oder so eine unkontrollierte Äußerung tun? Ich bin nicht mit Russland im Krieg und viele von euch garantiert auch nicht. Aber sie ist es.
Die Regierung scheint es zu sein. Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Sie haben Angst vor diesem Krieg. Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg. Du dumme Sau! Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben. Überlegt euch mal die Kernaussage. Er muss da nicht kämpfen und er wird da auch nicht sterben. Ich will Handschellen klicken hören. Es sind junge Männer, Väter, die dort sterben. Auf allen Seiten. Russland droht sogar mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wo sind denn unsere Politiker? Wo sind sie denn, Herr Habeck, wenn es hier zu einem Krieg kommt? Sie verpissen sich ins Ausland oder sie schließen sich in den Bunker ein mit allen anderen. Und was verlangt er dann? Dass wir unsere Opfer bringen? Für eure Ideologie und euer Versagen? Für eure beschissene Politik? Ich habe hier eine klare Ansage an euch. Mein Sohn bekommt ihr nicht. Ein Vater beschützt seine Familie und seine Kinder. Und solltet ihr den Krieg hier zu uns nach Hause holen mit eurer beschissenen Ideologiepolitik, dann könnt ihr sicher sein, dass die Bürger in unserem Land euch zur Rechenschaft ziehen. Der Feind in unserem Land, der, der die Menschen in unserem Land in Gefahr bringt, seid im Moment ihr mit eurer Politik. Und das ist untragbar. Und wir sind die, die Opfer tragen. Nicht nur durch die Inflation, die dadurch vorangetrieben wird. Ihr steckt euch die Kohle weiter ein, erhebt euch die Diäten. Wir müssen die Opfer tragen, wir sollen die Waschlappen benutzen. Und wir sollen wahrscheinlich auch die sein, die die Kugeln fangen. Ach, was für Kugeln, die dann da stehen, wenn der Fallout kommt, nicht wahr? Wenn es dazu kommt. Ich kann nur beten, dass die Menschen, die dort an den Hebeln, an den Knöpfen sitzen, ihren Verstand benutzen und nicht diesen Weg gehen. Aber unsere Politik benutzt schon lange ihren Verstand nicht mehr. Und wir sollen ihnen glauben und vertrauen, Herrn Scholz, ihnen, der erst sagte, es gibt keine Impfpflicht und später gibt sie doch. Und noch viele andere Dinge. Sie, die die ganzen Affären um sie vergessen, sie, sie haben doch morgen schon vergessen, was sie uns gestern versprochen haben. Und deshalb nochmal, ein Vater beschützt seine Familie. Ihr bekommt meine Kinder nicht, garantiert nicht. Ich weiß, dass sich Truppe immer wieder über ein freundliches Zuwinken freut. Über ein interessiertes Gespräch oder ein Like auf Social Media. Das war ein Befehl! Weißt du was? Das ist sowas von widerlich. Experten befürchten schon innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre einen Angriff Russlands auf den Westen. Eine gute Nachricht. Die Russen kommen. Deshalb fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Deutschland kriegstüchtig wird und erarbeitet mit der Bundeswehr bis Ende März einen Operationsplan für Deutschland. Ich lasse mich gerne vögeln, da kommt er. Du lässt dich gerne durchbumsen. Dieser sieht vor, dass Soldaten und Panzer im Ernstfall schneller an die Front kommen, Soldaten an wichtigen Orten wie Bahnhöfen und Häfen stationiert werden. Außerdem sollen Unternehmen die Bundeswehr unterstützen, indem sie Benzin für Militärfahrzeuge und die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln sicherstellen. Die Bürger sollen zukünftig Freiwilligendienst leisten und eigene Schutzräume einrichten. Sag deinem Bischof, er kann mich im Arsch lecken! Denn Deutschland hat in seinen Bunkern aktuell nur 477.000 Plätze. Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Diese EU ist für mich nicht Europa. Sie ist eine Ideologie ohne Volk, ohne Seele, ohne Wurzeln. Sie ist eine Sekte, die tausendjährige Kultur tötet. Sie ist ein korrupter, kriegsgeiler Sauhaufen mit einem nicht gewählten Dämon an der Spitze. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt, ja. Die letzten 4 Jahre belogen und betrogen worden sind. Die Corona-Protokolle des RKI sagen das eindeutig. Das war alles falsch, was gemacht worden ist. Und es wird zum Schluss rauskommen, dass die Maßnahmen schlimmer waren, tödlicher waren, als das, was man damit bekämpfen wollte. Und es hat aber immer Helden gegeben, die bei allen Nachteilen, sie wurden ausgegrenzt, verfemt und verfolgt, trotzdem bei ihrer Meinung geblieben sind. Das ist alles falsch. Sie waren eben keine Verschwörungstheoretiker, sondern sie waren Realisten. Ich fordere jetzt, dass man diese Leute ehrt. Sowohl die Experten, die Professoren, als auch die, die montags auf die Straße gegangen sind, die das alles organisiert haben und darunter gelitten haben. Sogar mit Polizeigewalt oder im Gefängnis gelandet sind. Benennt nach diesen Leuten Straßen und Plätze. Ehrt sie damit. Und da kann ich nur aufrufen, in euren Dörfern, Städten, wo auch immer ihr seid, beantragt das einfach mal, dass Straßen nach diesen Helden, die vielen tausend Leuten ja letztlich vor dem Tod bewahrt haben, dass Straßen nach ihnen benannt werden. Auf dem Alexanderplatz im Zentrum Berlins sind sie sich einig. Wenn der Plan der WHO umgesetzt wird, kann jederzeit eine neue Pandemie ausgerufen werden. Die gewählte Politik, auch in Deutschland, habe dann kaum noch Entscheidungsspielraum.
Und wir müssen mehr an die Öffentlichkeit kommen, auch sichtbar durch Überzeichnung, um vielleicht auch noch mal mehr Leute für das Thema aufzuwecken. Mehrere hundert Menschen haben sich hier am Brunnen der Völkerfreundschaft versammelt. Vielleicht ein symbolischer Ort, denn der Pandemievertrag und die gleichzeitig veränderten internationalen Gesundheitsvorschriften würden praktisch alle Staaten betreffen. Dennoch gibt es praktisch keine öffentliche Debatte. Die etablierten Medien ignorierten den Protest am Wochenende. Und auch über die Kundgebung zeigt sich dieser Teilnehmer enttäuscht. Das ist Berlin live, 4 Millionen Einwohner und hier stehen ganze 50 Hansels. Es ist eigentlich deprimierend irgendwo, ja. Aber aufgeben wollen wir trotzdem nicht. Das denken wohl die meisten, hier auf dem Alexanderplatz. Denn am Beginn von Corona gingen in der Hauptstadt ebenfalls nur wenige auf die Straße. Doch Monate später waren es Millionen im ganzen Land. Auch dieses Banner wehte bereits im Sommer 2020. Und ich hoffe, dass es mal irgendwann in einem Corona-Museum ausliefern kann. Und dann, dass dann irgendwann hier mal wirklich aufgearbeitet wird, dieser ganze Quatsch. Doch erst einmal geht es um den Pandemievertrag. 4 Wochen sind noch Zeit. Oranienburg, nördlich von Berlin, da wird der Strom knapp. Natürlich reicht das alles nicht. Deshalb genehmigen die Stadtwerke ab sofort keine Neuanschlüsse mehr für Wärmepumpen oder auch die Ladesäule fürs eigene E-Auto. Das ist faktisch eine Niederlage für den Kampf gegen den Klimawandel. Das Bundeswirtschaftsministerium reagiert umgehend mit großem Unverständnis. Die Schuld liege nicht bei dem grünen Minister Robert Habeck, sondern bei den zuständigen Stadtwerken, so die Kritik. Ich bin euch schuldig! Die Dummen werden es glauben. Wir brauchen eine echte Wende und die Forderungen sind doch ganz einfach. Die Ampel muss weg, die Grenzen müssen dicht, Remigration muss sofort beginnen. Amigo Home und Freundschaft mit Russland. Diese Forderungen passen auf jeden Bierdeckel und jeder kann sie verstehen. Und dafür brauchen wir eine breite Volksbewegung, überparteilich, aber stark für deutsche Interessen. Und das wollen wir feiern mit jedem Auftritt bei der Blauen Welle. Geil zum Teufel! Du antisemitischer Bastard, du! Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Das lange erwartete Selbstbestimmungsgesetz ist da, liebe Leute. Und ich freue mich. Ich denke, Millionen von Bürger haben darauf sehnsüchtig gewartet. Und nun hat diese lange Warterei ein Ende. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich kann mein Geheimnis mit euch teilen. Nämlich, ich fühle mich seit langem nicht wie eine schwarze Frau aus Afrika, genauer gesagt aus Kenia. Ich fühle mich nämlich wie eine weiße Frau aus Europa mit langen blonden Haaren und blauen Augen. Und ich heiße Barbie. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Nun, deine Augen werden dir was anderes sagen, aber Leute, vertraue auf deine eigenen Augen nicht, denn die können dich anlügen. Vertraue das, was dir gesagt wird. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Es geht nicht darum, was du mit deinen eigenen Augen wahrnehmen kannst, sondern es geht darum, wie ich mich fühle. Und momentan fühle ich mich eben wie eine weiße Frau aus Europa. Wenn deine eigenen Augen sagen dir, dass sie ist schwarz, wahrscheinlich mit afrikanischer Herkunft, das ist eine glatte Lüge. Und wer das nicht respektiert, bei dem werde ich herausfinden, wer eure Arbeitgeber sind. Und dann gibt es Konsequenzen. Dann werde ich herausfinden können, ob sie auch genau wissen, dass du meine Gefühle nicht respektierst. Und das wird Folgen haben. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Yes! Genau. Ich werde demnächst Formular ausfüllen und in diese Formular werde ich alle Formalitäten machen lassen, dass ich nicht mehr aus Afrika komme, dass ich aus Europa komme und dass ich Barbie heiße. Gott sei Dank, um mich als weiße Frau zu fühlen, muss ich meine schwarze Haut nicht bleichen. Das erlaubt dieses Gesetz. Es geht darum, dass ich mich so fühle und dafür muss ich nichts anderes machen. Ich kann außer diese Papier ausfüllen. Jedenfalls, wenn in 100 Jahren oder so Gelehrte die Ehre haben, meine Leiche zu exhumieren, werden die zwar feststellen, dass ich mal eine schwarze Frau war aus Afrika, aber macht ja nicht. Da bin ich ja dann tot. Da spielen die Gefühle keine Rolle. Da spielen nur die Tatsachen eine Rolle. Aber eine Sache verwirrt mich mit dieser Selbstbestimmungsgesetz, nämlich, es heißt, wenn es Krieg gäbe, dann, also ich bin pro Friede, ich bin Team Friede, ich hoffe natürlich, dass es keinen Krieg gibt, aber angenommen, dass es gäbe Krieg, dann musste die Transfrauen auch anscheinend in den Krieg ziehen. Da habe ich tatsächlich einige Bilder, die mich total verwirrt und eingefragt. Zum Beispiel ein Bild, die ich habe, zum Beispiel diese grüne Abgeordnete, Frau Tessa Bansara.
Sie ist ja bekannt mit ihr knappe Outfits, durchsichtig. Ich stelle mir vor, die Frau Ganzara mit knappe Outfits, weil nach diesem Gesetz muss sie auch in den Krieg. Also, oder muss sie, ich bin mir nicht sicher, sieht sie dann in den Krieg als sie oder als er, als Tessa Ganzara oder als Markus Ganzara, weiß ich nicht. Aber angenommen, sie sieht als Tessa Ganzara, dann hat sie High Heels mit knappe Outfit, durchsichtig mit Kalaschnikow in der Hand. Also, oder ist sie wieder Markus mit normale Outfits für Markus? Ich weiß es nicht. Und dann denke ich mir, wenn sie dann den Glück hat, dass sie das überlebt hat, dann kommt sie dann zurück. Ist sie dann wieder eine Frau, eine Tessa Ganzara oder ein Mann, weil sie dann in der Krieg ein Mann war, weil da scheint die Gefühle doch keine Rolle zu spielen. Leute, ich bin einfach verwirrt. Hilf mir, diese doch komplizierte Welt der Grüne, der Gesetzgeber zu verstehen. Ich bin immer verwirrt. Und ich danke euch ganz herzlich für eure rege Kommentare. Ich freue mich darauf und für die viele Abonnenten, die meinen Kanal schon abonniert haben. Falls noch nicht, dann bitte ich euch darum. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ist cool, man! Zu viel Info, zu wenig Zeit. Ein Medienüberblick am 23. April 2023. Wer kennt sie nicht, Pinky und Brain? Was wollen wir heute machen? Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Die Geheimgesellschaften regieren die Welt und nicht nur die. Getreu dem Motto, halt du sie dumm, ich halte sie arm. Dann hetzen wir sie gegeneinander auf und regieren über Spaltung. Teile und herrsche. Das alte Prinzip. Der ehemalige FBI-Chef bestätigte, dass die Illuminaten die Welt beherrschen wollen und jede Ebene der Gesellschaft infiltriert haben. Einschließlich die Staatsanwälte, Richter, die Industrie, die Politiker und das Weiße Haus. Pandemien, Kriege, Klimaschwindel, Spaltung, Gift, Terroranschläge. Alles ist geplant. Und ob nun die Illuminaten und Freimaurer der gleiche Brei sind oder verschieden, darüber wird noch diskutiert. Aber wen interessiert das wirklich? Tatsache ist, dass die Anhänger dieser geheimen Logen gern auf den höchsten Stühlen Platz nehmen. Nennen wir doch ganz pragmatisch den Lothar Wieler, der als Tierarzt mal eben schnell die Pandemie in Deutschland managte und beschloss, dass absolut nichts zu hinterfragen sei. Unterstützt natürlich von der Leopoldina und Herrn Sauer, dem Ehemann von Angela, die altehrwürdige Akademie der Wissenschaften, die laut Eigenbeschreibung zu einer wissenschaftlich aufgeklärten Gesellschaft und einer verantwortungsvollen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Wohle von Mensch und Natur beiträgt. Wen wundert, dass diese altehrwürdige Institution mit rund 1600 Mitarbeitern eine Freimaurerorganisation ist? Und glaubt man den natürlich absolut repräsentativen Umfragen der Mainstream-Medien, finden immer noch 66 der Befragten in Deutschland gut, was die Regierung in der Corona-Zeit so praktiziert hat. Na klar. Und es ist ja fast schon ein Schnäppchen, dass die Maskenbeschaffung der Bundesregierung auch dieses Jahr weitere 534 Millionen Euro kosten wird. Man nennt das Abwicklung der Beschaffung. Alles klar? Ja, und der Bayernkönig weigert sich, Dokumente aus der Zeit der Corona-Krise, die eine Aufarbeitung der Maßnahmen ermöglichen würden, herauszugeben und sieht für eine weitere Offenlegung von Dokumenten keinen Anlass. Ja, nee, warum denn auch? Und man darf sich daran erinnern, dass das Bayerische Verfassungsgericht die Maßnahmen ohnehin schon als verfassungswidrig eingestuft hatte. Und damit ist doch schon alles aufgeklärt und aufgearbeitet, oder nicht? Und nicht zuletzt natürlich unser Olaf mit dem Charisma einer Papiertonne. Der hatte ja am 8. Mai 2017 eine Rede zum 300. Jubiläum der Freimaurer in Hamburg gehalten. Und zwar nicht nur in seiner Funktion als Hamburger Oberbürgermeister. Er sagte damals, die Freimaurer sind kein elitärer Club oder ein Business-Netzwerk, sondern eine ethisch-philosophische, der heutigen Zeit zugewandte Vereinigung. Freimaurer stellen den einzelnen Menschen in seinem Umfeld in den Mittelpunkt. In ihrer heutigen Organisationsform mit Großlogen und Logen bestehe die Freimaurerei nun schon seit 300 Jahren, so der Olaf. Und tatsächlich ist es ein Netzwerk, einem Spinnennetz gleich, welches sich durch politisch und gesellschaftlich-soziale Strukturen zieht. Bei aktuell 15.071 Freimaurern allein in Deutschland dürfte so ziemlich jeder in einer Loge sein, der eine Schlüsselposition in der Gesellschaft innehat. Es wird geschätzt, dass 96% aller Landräte, 90% der Bürgermeister in Orten mit über 5000 Einwohnern, über 60% aller Notare, 84% aller Chefärzte von Kreiskrankenhäusern, 90% aller Direktoren der Gymnasien, 70% aller Direktoren der Amtsgerichte und viele noch mehr irgendeinem Club angehören. Ob nun Rotarier, Lions oder Freimaurer, ohne in einem dieser Clubs zu sein, gibt es keinen Aufstieg, also keine Karriereleiter. Ja, der Olaf. Und an dieser Stelle sei ganz kurz erwähnt, Anne Brohr-Hilke hat sich in den vergangenen Jahren in die juristische Aufarbeitung der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte vertieft und ist zur Chefermittlerin in der Sache aufgestiegen. Doch nun hat die Kölner Oberstaatsanwältin angekündigt, die Justiz zu verlassen. Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht mehr zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz und kaufen sich frei. Das sagte Brohr-Hilke in einem Interview mit dem WDR.
Bitte was? Schwache Justiz oder nur strategisch gut besetzte Schlüsselpositionen? Weiterhin erwähnte sie, dass die Politik 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert. Der Steuerdiebstahl sei längst nicht gestoppt, es gebe Nachfolgemodelle wie bei einem Hase-und-Igel-Spiel. Grund sei fehlende Kontrolle, was bei Banken und auf den Aktienmärkten geschehen würde. Na sowas. Apropos, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, der hatte ja seine Finger auch in Cum-Ex drin, ist am Montagmorgen überraschend in Kiew eingetroffen. Ist das nicht toll? Und der Robert war auch schon wieder da. Im kriegsgebeutelten Land mit Champagner, Cognac und sanftem Techno. Es ist ein Kampf ums Überleben, wie T-Online schreibt. Ja, da stimme ich zu. Ich mag Techno auch nicht besonders. Und wo wir gerade bei Schlüsselpositionen waren, Menschen ertrinken, obwohl die Bundesregierung schon Tage vorher gewarnt worden war. Aber das Verfahren, übrigens eines der aufwendigsten Verfahren der Behörde, sprich es wurden wieder mal Unsummen Steuergelder verprasst, gegen den Landrat im Ahrtal wurde nun eingestellt. Pikant oder besser ein Schlag mitten ins Gesicht, der Herr Landrat war wohl informiert, denn er hatte ja noch die Zeit, rechtzeitig seinen Porsche umzuparken. Noch irgendwelche Fragen? Und an dieser Stelle kurz und nur mal nebenbei, wir alle müssen jetzt ganz stark sein. Aus dem Schatten ins Licht könnte man wohl sagen. Der Spiegel berichtet, dass der Presse geheime Informationen zugespielt wurden, wonach die ehemalige Bundeskanzlerin Angela tatsächlich zurückkehren wird. Diskret, versteht sich. Viele Veranstaltungen mit ihrer Teilnahme sind geplant und das schon mehrere Monate im Voraus. Nun, der eine oder andere wird vielleicht sagen, was habe ich doch die ungepflegten, abgenagten Hände mit der Zitterraute vermisst, es wird aber auch höchste Zeit. Allerdings ist es wohl eher so, auch jene, die wirklich schon verschwunden waren, werden nun noch einmal ins Bewusstsein und auf die Bühne zurückgeholt. Es wäre auch zu schade, wenn man sie vergessen würde, wenn es dann um die große Aufarbeitung geht. Oder nicht? Und sonst so? Nun, die BRD ist notorisch pleite und man muss an Sozialausgaben sparen, aber nur an denen für Bio-Deutsche, an den anderen eher nicht. Die Asylkosten in Sachsen haben sich von 2021 an fast verdoppelt auf immerhin 652 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Und die Militärausgaben schießen auch weiter in die Höhe, weltweit. Natürlich wegen Putin und wegen China und dem Iran und Nordkorea, also der neuen Achse des Bösen. Und weiterhin möchte der Olaf gern Griechen und Spaniern Arbeitslosengeld zahlen. Und wir helfen ja auch sehr gern der ganzen Welt. Deutschland sagt der Weltbank mehrere Milliarden zu. Ja, wir sind einfach wirklich Gutmenschen. Und man reist und reist durch die Welt. Steini zum Beispiel reist nach Istanbul und bringt 60 Kilo Dönerfleisch mit, wird dort aber gar nicht von Erdogan gegrüßt, denn der scheint offensichtlich gerade im Irak zu verweilen, sondern mit Mörderrufen. Sowas. Und Spione, Spione überall im Land. Russland-Spione wurden verhaftet und China-Spione. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht vor dem Hintergrund der derzeitigen internationalen Krisen ein erhöhtes Risiko für die Sicherheitslage in Deutschland. Destruktive Akteure aus dem In- und Ausland arbeiten aktiv an einer Destabilisierung unserer Demokratie und unseres Staates, sagte der Thomas Haldenwang bei einem Symposium am Montag. Dabei bedienen sie sich aller Mittel. Besorgt äußerte sich der Thomas auch über die Entwicklung im sogenannten Informationsraum. Das bedeutet alle Print- und Online-Medien und der Cyberraum. Und das ist vielleicht der Grund, warum die Nancy zu unser aller Wohl, versteht sich, die Digital-ID einführen will. Da ist dann alles drin, was zur Überwachung dient. Krankenversicherung, Bankkonto, Führerschein, Personalausweis, Reisepass, CO2-Konto nicht zu vergessen und natürlich nur, um unsere Demokratie vor Demokratiefeinden zu schützen. Außerdem möchte die Polizei aufstocken, personell. Und da ist es übrigens völlig egal, wer sich bewirbt, außer vielleicht eben jene Bio-Deutsche. Denn Hauptziel der Polizei auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind junge Migranten und man braucht auch keinerlei deutsche Staatsangehörigkeit, um Polizist in Deutschland zu werden. Das dürfte wohl auf dieser Welt einmalig sein. Und Polizisten, die nicht auf Spur sind, können dann leichter entlassen oder entsorgt werden, wenn Nachschub da ist. Schauen wir noch kurz nach Israel. Als Reaktion auf Israels kriminelle Tat und angesichts der Tatsache, dass der UN-Sicherheitsrat diese Tat nicht verurteilt hat, hat der Iran den Aggressor angemessen bestraft, sagte Putin. Gut, man kann es aber natürlich auch anders ausdrücken und ich persönlich präferiere folgende Aussage. Das war ein präsidentloser Angriff direkt aus dem Iran. Israel hat also einen Defensieg erringen können. Iran ist bereits das am meisten sanktionierte Sanktionsregime, so die Annalena. Und dann spricht sie noch von Massenvernichtungsregime, betont nochmal, wie präsidentslos der Angriff des Iran gewesen sei und vergleicht mit 9-11. Die weiteren rhetorischen Unpässlichkeiten erspare ich uns allen. Wir wissen ja, Israel ist Staatsräson. Ja, sie macht dem guten alten Joe wirklich Konkurrenz, der übrigens neuerlich behauptete, ein Familienangehöriger sei von Kannibalen gefressen worden. Hatte ich eigentlich im Zusammenhang mit geheimen Logen über Kannibalismus, Satanismus und Kindesmissbrauch gesprochen? Aber zurück zu Annalena, denn es macht durchaus Sinn, dass Deutschwähler nun nicht mehr kontrolliert werden sollen. Fehlerfreie deutsche Rechtschreibung ist Schnee von gestern. Schließlich gäbe es ja Rechtschreibprogramme und Apps, die man nutzen könne. Und überhaupt solle man doch einfach Haupt- und Realschulen zusammenlegen und meiner Meinung nach auch gleich das Gymnasium mit rein in den Topf, denn das Niveau ist ja inzwischen ohnehin unterirdisch. Und außerdem sieht sich Annalenchen ob ihrer rhetorischen Glanzleistungen dann nicht mehr so viel Spott und Häme ausgesetzt, wenn ohnehin keiner mehr weiß, wie es richtig geht. Wie hatte der Brüssel Korrespondent der China Daily Annalenchen bezeichnet? Als verrückt, ignorant, blutrünstig, dumm, krank, inkompetent, peinlich und naiv. Was weiß der denn? Das nennt man einfach feministische Außenpolitik.
Auf jeden Fall rückt Israel nun weiter vor und plant und praktiziert neue Angriffe auf Rafah. Und ob nun aus moralischen oder politischen Gründen, Israels Militärgeheimdienstdirektor ist wegen Fehlern in Verbindung mit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober zurückgetreten. Damit könnte auch der Druck auf Premier Netanyahu steigen, denn die Israelis sind seit Monaten zu Zehntausenden auf den Straßen und verlangen Bibis Rücktritt. Außerdem kommen Meldungen, dass ausgehend von der irakischen Stadt Suma mindestens 5 Kurzstreckenraketen auf US-Basen in Syrien abgefeuert worden seien. Laut Fox News sollen vom Iran finanzierte Milizen für den Angriff verantwortlich sein. Und noch etwas bringt die Region ganz ordentlich in Aufruhr. Rechtsgerichtete Juden planen, in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem rote Fersen zu schlachten, in der Hoffnung, eine jüdische Prophezeiung zu erfüllen. Es wird jedoch befürchtet, dass dies die Forderung nach dem Abriss der Moschee verstärken könnte. Und das wäre in der Region ein dramatisches Beben. Ja, diese Entwicklung beunruhigt Beobachter auf allen Seiten. Es kursiert sogar das Gerücht, dass die Hamas eben wegen jener roten Fersen den Angriff am 7.10. überhaupt durchgeführt habe. Es wäre so wichtig, mit den Mythologien aufzuräumen, und zwar in jeder Religion, egal ob es die der Juden, der Muslims oder der Christen ist, denn solange dererlei postuliert wird, dass dort an diesem Ort Gott wohnen würde, wird der Kampf um den Tempelberg nie enden können. Denn wer Jerusalem kontrolliert, kontrolliert den Zugang zu den heiligen Orten. Es ist eine Art, Gott zu besitzen, und das sollte wirklich niemand können. Wie sagte Mike Johnson, der Sprecher des US-amerikanischen Kongresses, so faszinierend ehrlich, Amerika helfe Israel dabei, einen heiligen Krieg zu führen und natürlich der Ukraine die Demokratie in Europa zu wahren. Nun, die Agnes und der Olaf finden das super. Es sei äußerst erfreulich. Und Karchen ist ja beinahe außer sich, so erfreut ist er. Was ist denn los, Karchen? Zu wenig Pandemie und zu viel Zeit? Oder warum ist inzwischen Außenpolitik auch dein Thema? Oder ist es nur ein Steckenpferd wie der Höllensommer dieses Jahr? Ach, und hatte ich schon erwähnt, dass der notorisch gestresste und alle naslang arrogante und überhebliche Steffen Seibert, der ehemalige Sprecher der Bundespressekonferenz im Auftrag von Merkel, ja nun seit März 2022 Botschafter in Israel ist und dort nun fleißig deutsche Pässe verteilt. Ist das nicht eigentlich sehr gefährlich für Juden, ausgerechnet hier in Deutschland, mit unserer rechten und absolut extremistischen Szene? Im Moment zündelt es an jeder Ecke zur gleichen Zeit, ob es nun finanziell für jeden Einzelnen ist oder mit drohenden Kriegen. Jeder hat den Spruch, es ist ein Film, ein Spiel, schon einmal gehört. Eine kleine Gruppe hat die Menschheit ohne Ketten versklavt, allein mit den Mitteln der Angst, des Hasses und Geld. Wenn die Menschen weltweit, egal welche Hautfarbe, Religion und Gesellschaft sie auch angehören mögen, endlich begreifen, dass das Spiel mit ihren Überzeugungen und ihren Glauben nichts anderes ist als die Manipulation durch jene, die die Welt regieren wollen, im Sinne der Spaltung, Entzweiung und des Gegeneinanders. Wenn die Menschen begreifen, dass all dies ganz einfach zu überwinden ist, indem sich der Mensch daran erinnert, dass er einfach nur in Frieden leben will, dann endet es. Noch heute. Wenn die Menschen dann erkennen, dass es ihre Gelder sind, die den Krieg in die Welt und das Trauma zu ihnen zurückbringen, dann endet es. Noch heute. Denn wenn die Menschen das Spiel nicht mehr mitspielen, dann ist das Spiel vorbei. Ein Spitzenkandidat im Gerichtssaal. Björn Höcke soll eine heute verbotene Losung der SA aus der Nazizeit benutzt haben. Bei den Göttern, nein, das darf doch wohl nicht wahr sein! Diese Rede soll er mit der Formulierung "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" beendet haben. Ach, Schiemann, geht's ja nicht, was darf man ja gar nicht aussprechen, irgendetwas für Deutschland zu wollen. Dabei soll er gewusst haben, dass es sich bei dem letzten Teil der Formulierung um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt habe. Also das hätte ja selbst ich noch nicht mal gewusst. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Tja, da kann ja so ein Gruppenvergewaltiger nur müde drüber lächeln. Darüber hinaus könnte das Gericht ihm ab einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten die Amtsfähigkeit und auch das aktive und passive Wahlrecht aberkennen. Absolut richtig, und das muss so erfolgen, ist das Mindeste. Wie auch das, was die Demonstranten da vor dem Gericht fordern und wofür sie einstehen. Ganz hervorragend. Wir wollen zeigen, dass wir in Halle uns sind, dass wir gegen Nazis sind und dass wir auch dafür einstehen, für eine demokratische Gesellschaft. Was sagt dieser Höcke da selbst dazu? Aber als Angeklagter in einem Strafprozess, das ist tatsächlich für mich ein Novum, das muss ich sagen. Ja, es ist nicht angenehm, angeklagt zu werden für nichts. Für nichts? Du stehst für Deutschland! Das reicht doch schon! Also ich stehe für nichts vor Gericht, das muss man sich deutlich machen. Doch! Weil du für Deutschland stehst. Gute Nachrichten im Fall Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Chef hat vor dem Landgericht Halle einen wichtigen Sieg erringen können am Dienstag. Nämlich mit dem 2. Prozesstag von Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle. Da gab es gestern ein ganz wichtiges Ergebnis. Und zwar wird Björn Höcke keine Freiheitsstrafe bekommen. Das hat eine Sprecherin des Gerichts bestätigt. Das heißt übersetzt, sein Wahlrecht wird nicht entzogen. Er bleibt Spitzenkandidat. Er kann im September Ministerpräsident von Thüringen werden. Also richtig gute Neuigkeiten. Es gibt wohl auch nur noch einen Prozesstag nächste Woche. Und dann wird schon das Urteil erwartet. Wir werden sehen, was kommt. Also selbst eine Geldstrafe wäre ja schon skandalös, wenn man bedenkt, was er gemacht haben soll. Nämlich er hat 3 Worte gesagt, alles für Deutsche, sage ich jetzt mal leicht verfremdet. Allein das ist ja schon ein Skandal, aber auf jeden Fall bekommt er jetzt keine Freiheitsstrafe. This is the greatest show.
Öl und Gas haben wir von den Russen immer fair bekommen. Auch zu Sowjetzeiten, auch zu den kältesten Zeiten des Kalten Krieges hat die Sowjetunion Öl und Gas nicht nur an die DDR, sondern auch an die BRD zuverlässig und preisgünstig geliefert. Das war eine Leistung von Partnerschaft und erst mit der Ampel ist diese Partnerschaft kaputt gemacht worden, indem man Nord Stream 2 zerbombt hat durch die Amerikaner und Scholz steht daneben und grinst blöde. Das sind Vaterlandsverräter. Robert! Ohne Ausländer geht nichts. Wie Deutschland aussehen würde, hätten wir keine Zuwanderung. Und zwar sowohl in den Arbeitsmarkt, also Zuwanderung in den Arbeitsmarkt von Fach- oder Arbeitskräften, die kommen. Wie auch dann den Übergang von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Und das kann man so sagen, dass wir ganz woanders wären und überhaupt nicht das Wachstum und das Wohlstand, den Wohlstand hätten generieren können, den wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man ja sagen, generiert haben. Robert! Du hast doch einen an der Waffe. Also Deutschland ist nicht nur per politischer Deklaration ein Zuwanderungsland, sondern die ökonomische Substanz des Landes lebt von Zuwanderung inzwischen. Und das wird sich in Zukunft noch immer stärker weiterentwickeln. Der politische Albtraum, muss man ja sagen, ein Land zu haben, wo nur noch die Leute Bartsch und Habeck und Müller und Meier heißen und wir nur noch deutsche Produkte an Deutsche verkaufen, ist ein Verarmungsprogramm für diese Republik. Volksverräter. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Robert, jetzt ist TikTok. Na, sieh mal her. So Leute, ich bin jetzt auch auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, endlich dabei zu sein. Wir leben in schwierigen Zeiten. Mich interessiert sehr, was euch umtreibt, welche Fragen ihr habt, vielleicht welche Sorgen, welche Ängste oder auch welche guten Vorschläge ihr habt. Schlauer werden können ja auch Politiker. Deswegen gleich die herzliche Einladung morgen TikTok live hier mit mir und stellt mir gerne schon eure Fragen. Wir sehen uns. Och nee, nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ja, uns geht es ziemlich gut in diesem Land. Nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. Ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde, dafür kämpfen wir. Hey, 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 pass auf, Mann! Hallo! Pass auf, lass mich hier, pass auf, bitte! Ja, wir werden schneller Wohnungen bereitstellen müssen. Ja, guck mal, halt da, bitte, egal, was ist. Scheißegal, pass auf, das ist krank, das ist mein Nachbarn. Ja, pass auf, scheißegal. Das kommt nicht an, dann mach das. Flüchtlinge brauchen Betreuung. Sie werden bespuckt, beleidigt, sexuell belästigt und auch körperlich angegriffen. Weil die Täter traumatisiert sind. Die Mitarbeiter der Südthüringbahn werden seit Wochen von ihren Fahrgästen drangsaliert. Es ist so schlimm, dass einige Mitarbeiterinnen sich während der kompletten Dienstzeit von ihren Ehemännern begleiten lassen. In einem Brandbrief an die Politik beschreibt der Betriebsrat, dass es sich bei den Angreifern hauptsächlich um Bewohner eines Flüchtlingsheims in Suhl handeln soll. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden steigt die Gewalt gegen das Bahnpersonal. Mitarbeiter suchen demnach sogar Flucht, indem sie über die Bahngleise davonlaufen, um körperlichen Angriffen zu entgehen. Dabei soll die Südthüringer Strecke als Brennpunkt kein Einzelfall sein, bestätigt der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Thomas Philipp. Das Land Thüringen will die Sicherheitsmaßnahmen nun hochfahren und Mitarbeiter beispielsweise mit Bodycams ausrüsten. Wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft. Zu viel Info, zu wenig Zeit. Ein Medienüberblick am 26. April 2024. Breitbeinige, testosterongesteuerte, toxische Männlichkeit. Die neue Achse des Bösen.
Diese Putins, diese Orbans und Trumps, diese Kims und Erdogans, die gehen mal gar nicht. So oder so ähnlich äußerte sich die Claudia Roth und brüllte dann, die Frauen sollten nach vorne treten. Denke ich da an Ursee und Christine Lagarde oder denke ich an Nancy und die Volkssturmoma oder Annalenchen, wird mir ganz flau im Magen. Nicht weniger flau wird einem aber, wenn man sich an die Männlichkeit in Deutschland erinnert, so an den Boris oder Karlchen oder Jens. Da darf sich jeder aussuchen, ob er Stoltenberg oder lieber Spahn meint, den Roderich, den Olaf, also die männlichen Helden unserer Nation. Fangen wir mal an. Der Boris, der beliebteste Politiker in diesem Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 125.000 Jahren. So beliebt wie sonst nur Taylor Swift. Ich lasse das mal so stehen. Wir tun so, als würden wir in Friedenszeiten leben, klagt er an und hat nun ganz offiziell in den Kriegsmodus eingeschwenkt und ein 1000-seitiges Pamphlet auf den Tisch geknallt. Krieg dem Russen. Zwar sei er ja nicht Völkerrechtler, das ist ja eher Annalenchens Part im Gegensatz zum Hühnerzüchter und Kinderbuchautoren Robert, aber es sei absolut in Ordnung, wenn man Moskau angreifen wird. Das ist völkerrechtlich absolut legitim, das weiß er. Wir geben jetzt richtig Gas, sagt der Boris. Und die Zivilbevölkerung muss mitmachen. Wie? Nun, zum Beispiel, wenn eine US-Division durch Deutschland Richtung Osten zieht, müssten die ja verpflegt werden, denn deutsche Soldaten sind ja dann schon an der Front. Also Schnittchen schmieren und Kaffee kochen oder wie? Oder doch lieber gleich die Frauen und Kinder in die Munitionsproduktion, alles für Deutsch... Nein, das ist verboten. Alles gegen Putin muss es dann wohl heißen. Und wo wir gerade bei alles gegen Putin sind, nur mal nebenbei, die Ukraine habe bereits heimlich mehr als 100 Langstreckenraketen der USA erhalten und gegen die Russische Föderation eingesetzt, berichtet die New York Times unter Berufung auf Quellen. Der gute alte Joe genehmigte nämlich schon Mitte Februar heimlich den Transfer von mehr als 100 dieser Raketen. Der Transfer wurde aber geheim gehalten, damit die Russen ihre Ziele nicht zu weit wegbewegen können. Und wo wir doch jetzt alle wieder im Krieg sind, haben wir endlich auch einen Veteranentag, also zumindest der Westen des Landes, weil die Teilnahme an der NVA wurde irgendwie ausgeschlossen. Der Dienst im Osten war wohl eher rechtsextrem und unehrenhaft. Gut, zumindest war der natürlich sehr russennah. Na dann. Und kommen wir mal zum Robert. Ja, beim Robert steht der Morast der absichtlichen Fehlentscheidungen inzwischen schon an der Oberkante der Unterlippe. Das macht aber nichts, denn der wollte ja ohnehin aus der Toilette trinken. Worum es geht dieses Mal? Nun zugegeben, bei all den Fehlentscheidungen dieses einen einzelnen Mannes ist die Frage durchaus berechtigt. Und diesmal geht es eben um die Abschaltung der AKWs. Und guck mal an, er konnte gar nichts dafür. Denn das ausdrückliche Abschaltungsnein der wirtschaftlichen Berater, davon hat er ja gar nichts gewusst, der Robert. Diese vernunftbasierten Aussagen sind nämlich irgendwo im Greichenfilz hängen geblieben und wurden da dann manipuliert und verfälscht und dann so manipuliert und verfälscht an die Öffentlichkeit gegeben. Und der Greichen, der ist ja sowieso schon entlassen und also ist doch alles geklärt. Und trotzdem muss der kleine Robert heute nochmal Rede und Antwort stehen in einer Sondersitzung des Energieausschusses, der das einzige Thema haben wird, angebliche politische Einflussnahme auf Expertenvermerke. Aber Energiekrise hin oder her, bei der Wirtschaft läuft es. Die ist nämlich gar nicht so schwach. Da sehen ja bekanntlich nur die Zahlen sehr schlecht aus. Und aus diesem Grund hat der Robert mit einem schönen Zettel in der Bundespressekonferenz gezeigt, dass es doch super läuft in diesem Land und dass die Wachstumsrate von 0,2 auf 0,3 praktisch durch die Decke schießt. Und für alle Nörgler, das ist immerhin eine Zunahme des Wachstums um sagenhafte 30%. Also, es läuft doch. Übrigens ist der Robert jetzt auch auf TikTok. Mensch, ich freue mich so, obwohl... Robert, der Ansager USA hat doch TikTok inzwischen verbannt, weil da sind doch nur die bösen Rechten und die Nazis und die AfD und die Trump-Supporter. Gut, im Mainstream-Sprech ist das ja ohnehin alles das Gleiche. Und reden wir noch kurz über Karlchen, ganz kurz versprochen. Der macht es nämlich wie der Robert. Das sei jetzt schon irgendwie blöd, wenn es tatsächlich Leute geben sollte, die möglicherweise irgendwie vielleicht so etwas wie einen Impfschaden erlitten haben könnten. Aber die STIKO hat ja die Impfempfehlungen ausgesprochen und er, Karlchen, hatte also damit nicht wirklich etwas zu tun. Und Aufarbeitung ist auch nicht nötig. Ende und basta. Und wo wir gerade bei Impfungen waren, WHO, Schnee von gestern. Für den Fall, dass der weltweite WHO-Pandemievertrag scheitern sollte, hat die US-Regierung bereits zur sicheren Durchsetzung der globalen Pandemievorsorge vorgesorgt. Die US-Regierung fixierte den Pakt zur Pandemieprävention. Globale Gesundheitssicherungsstrategie 2024 schimpft sich das Ganze dann und da werden, wie zu erwarten war, Pandemien und Klimakrisen ganz einfach in einen Topf geworfen, kräftig geschüttelt und herauskommt, es gibt in der Vielzahl der Narrative des Wertewestens immer einen Grund, die Bevölkerung zu drangsalieren, auszuquetschen und einzusperren. Und sonst so? Nun, an US-amerikanischen Universitäten geht es gerade rund. Hunderte oder Tausende von Studenten, pro-palästinensische Demonstranten und andere Aktivisten in großer Zahl versammeln sich und demonstrieren. Und natürlich ging die Polizei mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Gummigeschossen auf die Menschen los. Und Bibi findet das ganz blöd, was da so weltweit, vornehmlich aber eben in den USA gerade passiert. Das sei geradezu entsetzlich. Antisemitische Mobs haben führende Universitäten übernommen. Sie rufen zur Vernichtung Israels auf.
Ja, immer die gleiche Leier und die Menschen sind hochgradig genervt. Wie schrieb Professor Patriot so treffend? Juden gegen Muslime, es muss im großen Stil passieren. Weiße gegen Schwarze ist nämlich gescheitert. Männer gegen Frauen ist gescheitert. Juden gegen Schwarze gescheitert. Weiße gegen Latinos gescheitert. Christen gegen Muslime gescheitert. Transen gegen, nun ja, jede normale Person gescheitert. Als nächstes stand also die Aufteilung amerikanischer Juden gegen amerikanische Muslime auf dem Programm. Den Puppenspielern gehen irgendwie die Opfergruppen aus, die sie gegeneinander ausspielen können. Und es passiert etwas Lustiges. Selbst wenn die Juden und die Muslime protestieren und sich gegenseitig bedrohen, tun sie dies auf Kosten der Maschine, die sie aufgebaut hat. Sie sind sich nicht in vielen Dingen einig, aber sie hassen beide die etablierten politischen Eliten, die versucht haben, beide Seiten des israel-palästinensischen Konfliktes auszuspielen. Im Drehbuch steht Teile und Herrsche, aber das Drehbuch ist zerrissen und die Eliten haben sich nun selbst ins Fadenkreuz ihrer eigenen Spaltungstaktik gebracht. Sie können nicht anders und deshalb können sie sich auch nicht mehr helfen. Und ja, Bibi, du wirst wahrscheinlich noch mehr Schnappatmung bekommen, denn Xi Jinping, auch so ein breitbeiniger, testosterongesteuerter Typ, der der Claudia Roth Angst macht, hat die Führer der Hamas und der Fatah eingeladen, das Land zu besuchen, um den Konflikt mit Israel zu besprechen. Und bevor man nun eben gegen Putin in den Krieg zieht, ist der Krieg gegen die Opposition auf dem Programm. Der amerikanische Ex-Präsident steht immer noch oder schon wieder vor Gericht und kämpft augenscheinlich um seine Immunität. Fällt die Immunität von Trump, dann sieht es schlecht aus für alle Scheinamtierenden und Ex-Präsidenten. Denn wie sagt man so schön, gleiches Recht für alle. Und das wird auch höchste Zeit. Trumps Anwältin plädierte für die Immunität des Präsidenten und führte drei Beispiele an, die einen Präzedenzfall schaffen würden. Erstens, Bush hat den Kongress belogen, um einen Krieg mit dem Irak anzuzetteln. Zweitens, Obama ordnete Drohnenangriffe an, um US-Bürger im Ausland zu töten. Und Biden, nun, der hat Ausländer zur illegalen Einreise in die USA verleitet. Und das sind bei Gott nur Bruchteile der wahrhaften Verbrechen. Man darf also gespannt sein. Obwohl ja Pasqual Nayadi, der Sohn des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums, von dem er sich übrigens distanziert hat, und nicht nur er, behauptet, dass Hillary Clinton, Barack Obama und Dr. Fauci allesamt inzwischen Guantanamo Bay hingerichtet und durch Doppelgänger ersetzt worden sind. Und Charles, nun, der ist wohl auch schon gegangen. Und immer hartnäckiger zieht ein Gerücht durch die sozialen Medien, dass Klausi, der Chef vom WEF, tot sei oder im Krankenhaus, auf jeden Fall aber irgendwie sehr unpässlich. Na sowas. Und neben Trump sind weitere 18 Republikaner angeklagt, von denen 7 redigiert wurden, weil sie erklärt haben, dass Donald Trump Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 in Arizona geschlagen habe. Zu den Vorwürfen, die ihnen gemacht werden, zählen Verschwörung, Betrug und Urkundenfälschung. Was haben sich eigentlich die Amerikaner so mit ihren Wahlen? Die sollen das doch so machen wie hier bei uns. Die Koalition will ein anderes Wahlrecht. Ja, ich weiß schon, Wahl und Recht, ein Witz in sich. Am liebsten wäre ihnen eines, welches die Opposition aus dem Bundestag gleich herauskickt, denn die nervt eh nur. Also die Opposition. Und außerdem sind die alle nur rechts. Der Herr Dobrindt geht aber ganz und gar noch einen Schritt weiter und spricht von Wahlmanipulation durch die Ampel, die gestoppt werden soll. Bitte was? Erststimmen werden entwertet, der Wählerwille wird ad absurdum geführt, denn es sei dann gar keine Wahl mehr, sondern eine Zuteilung von Mandaten. Nun ja, böse Stimmen behaupten ja, das sei vorher auch nicht anders gewesen. Aber offensichtlich hat sich die Ampel nun darauf verständigt, ganz offen die Diktatur bekannt zu geben. Eingeführt ist sie ja schon lang. Aber zurück zu Trump und der Bekämpfung der Opposition im Wertewesten USA. Bei ihm ist die Härte des Gesetzes gefragt. Weniger hart allerdings sieht man Straftaten anderer Art. So wurde zum Beispiel der gute alte Harvey Weinstein von seinem Vergewaltigungsfall freigesprochen. Die entscheidenden Richter wurden zumeist von Andrew Cuomo eingesetzt, der, wen wundert es, ein super Freund und Kunde von Jeffrey Epstein war. Aber auch in der EU, insbesondere im EU-Parlament, scheint es immer mehr zu krachen. Neben der Tatsache, dass die kleine Uschi sich mit Strafrechtsverfolgung konfrontiert sieht und offen als Mörderin beschimpft wird, werden Forderungen immer lauter, die EU-Führung abzusetzen, so geäußert unter anderem von Orbán. Und man hat auch einen Grund, langsam mal in die Puschen zu kommen. Brüssel lässt beim neuesten Vorstoß zur Chatkontrolle die Massen fallen. Gerade sichere Chat- und Messenger-Dienste sollen geknackt und private Kommunikation überwacht werden. Zu unser aller Besten, versteht sich. Und zeitgleich, und der Olaf und die Uschi grinsen zufrieden, wurde die neue sogenannte Anti-Geldwäscheregelung bestätigt. Wegen der Korruption und so. Apropos Korruption, Olaf, bist du eigentlich erleichtert, dass die Staatsanwältin im Cum-Ex-Dschungel das Handtuch geworfen hat? Was da inzwischen alles so hochblubbert aus dem Sumpf? Ich meine ja nur, weil ja auch die BaFin und so viele andere ach so integere und verlässliche Antikorruptionsetablissements bis zum Hals mit drinstecken. Mein lieber Schwan, das wird noch richtig schmutzig, gell Olaf? Und apropos Korruption, es scheint fast eine Pandemie zu sein und das hört man eben nicht so gern. Und weil man das eben nicht so gern hört, werden Mikrofone stumm geschalten, so beispielsweise bei der deutschen Europaabgeordneten Christine Andersen.
Anderson. Sie wurde zum Schweigen gebracht, nachdem sie die Korruption im Zusammenhang mit den Impfstoffverträgen zwischen von der Leyen und Pfizer aufgedeckt hatte. Andersons Mikrofon blieb bis zu dem Moment eingeschaltet, als sie erklärte, dass ein Parlament, das diese Korruption vertuscht, genauso korrupt ist und raubt. Und dann war der Ton weg. Ein Mann rief laut, er wolle hören, was Anderson zu sagen hatte, doch diese Bitte wurde abgelehnt. Und ja, diese EU-Korruptionsaffäre zieht Kreise. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez erwägt nach einer Korruptionsanzeige gegen seine Ehefrau einen Rücktritt vom Amt, das er seit 2018 ausübt. Und den russischen Vizeverteidigungsminister hat es auch erwischt. Erst war er sehr reich und nun sitzt er im Gefängnis. Und das sind nur so wenige von so vielen Fällen. Ist es nicht schön zu beobachten, wie sie nun anfangen, mit den nackten Fingern gegenseitig aufeinander zu zeigen? Ist es nicht großartig, wie sie sich immer mehr um Kopf und Kragen reden, jeden Tag mehr Menschen aufwecken mit allen Mitteln? Ja, sicher, sie wollen Krieg und das kann beängstigend wirken, aber zum einen ist jeder Mensch gefordert, Nein zu sagen und zum anderen gibt es eine wunderbare Vorhersage eines russischen Politikers Schirinowski. Deutschland ist eine großartige Nation und sie wird sich für alles rächen. Im Jahr 2006 sprach dieser Schirinowski detailliert über den Krieg in der Ukraine und sagte voraus, dass die Ukraine niemals in die NATO oder in die EU kommen würde. Der Westen bräuchte sie lediglich als Einfallstor, als Kanonenfutter. Und er äußerte sich damals auch zu Deutschland und kündigte das Auseinanderfallen der NATO an. Deutschland kann das alles nicht mehr ertragen. Das ist eine großartige Nation. Sie werden sich für ihre Niederlage im Zweiten Weltkrieg rächen. Sie werden ihre Panzer nach Polen und in die Ukraine schicken, aber nicht nach Russland, sagte Schirinowski. Das ist doch eine interessante Betrachtung, oder? Und ich möchte noch hinzufügen, nicht Rache sollte der Antrieb sein und wird es auch nicht, sondern die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Frieden. Und dann möge im wahrsten Sinne des Wortes am deutschen Wesen die Welt genesen. Die Ministerien von Robert Habeck und Steffi Lemke haben die Öffentlichkeit bewusst getäuscht. Grüne Ideologie wurde über die Einschätzung der Experten in den Häusern inmitten der größten Energiekrise seit Jahrzehnten gestellt. Das zeigen die grandiosen Recherchen des Cicero. Es ging direkt nach Putins Angriff auf die Ukraine und inmitten der größten Energiekrise der letzten Jahrzehnte um die Frage, ob uns ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke helfen könnte. Und aus beiden Ministerien hieß es ja. Es würde die Energiesicherheit erhöhen und den Strompreis senken, hieß es bei Habecks Experten. Und es sei sicher zu betreiben, hieß es von Lemkes Experten. Spannend ist aber, dass das exakte Gegenteil von beidem an die Öffentlichkeit gelangt ist. Beide Ministerien behaupteten, dass ein Weiterbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei und dass das Ganze weder energiepolitisch noch ökonomisch einen Nutzen hätte. Eine glatte Lüge. Der Cicero musste all diese Dokumente, die das belegen, freiklagen. Das heißt, das ins Gegenteil verkehren und Täuschen der Öffentlichkeit und auch der Regierungskoalitionspartner sollte am Ende auch noch vertuscht werden. Es ist ein Akt der verantwortungslosen Ignoranz, der der Glaubwürdigkeit der Demokratie schadet. Und da kann ich nur noch mal sagen, ich will Handschellen klicken hören. Ständig ist es so, jeder Mensch, der durch eine Impfung einen Schaden genommen hat, ob es eine Impfnebenwirkung ist, die leicht ist, eine schwere Impfnebenwirkung oder im Einzelfall auch daran verstorben ist. Das tut mir leid. Ihr Heuchler! Aber in der Summe ist es so, die Impfungen sind damals empfohlen worden von der Ständigen Impfkommission, von den Fachexperten, von der gesamten Wissenschaft. Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Und es ist derzeit unstrittig, dass die Impfungen Hunderttausenden Menschen in Deutschland das Leben gerettet haben. Daher sind die Impfungen ein Segen. Und wenn wir die Impfungen nicht gehabt hätten, dann wäre die Corona-Pandemie noch eine viel größere Katastrophe gewesen, als sie ohne dies gewesen ist. Das ist einfach nur widerlich. Der wärmste April seit Aufzeichnung der Temperatur. Was sage ich? Der heißeste April seit Millionen von Jahren. Hitzewarnungen durch den Gesundheitsminister, hysterische Durchsagen der öffentlich-rechtlichen Wetterfrösche und Tastaturprostituierten. Wir werden alle sterben, die Hitze wird unerträglich, die Landwirtschaft stöhnt, die Ernten sind in Gefahr, sie werden gegrillt. Nein, wir werden nicht nur verbrennen, wir werden verdursten und verhungern. Hunderte Millionen Hitzeflüchtlinge warten an den Grenzen zu Europa. Die Apokalypse droht, der Untergang ist da. Nun, der April ist der schlagende Beweis für den um sich greifenden, alles zerstörenden Klimawandel. Nun, heute, 23. April 2024. Lufttemperatur 0 Grad, Seehöhe 504 Meter, Schneelage 20 Zentimeter. Wie passt das jetzt zusammen? Wie konnte doch Frau Holle, diese Verräterin, ausgerechnet Mitte April den Ökofaschisten, Klimakommunisten und Asphaltbeerrissen einen Strich durch die Rechnung, durch die Inszenierung machen? Ach, das ist ja nur das Wetter, oder? Wenn es kalt ist, ist es das Wetter. Wenn es warm ist, ist es das Klima. April, April, der macht, was er will, sagt einst meine Großmutter. Die Worte fielen vor dem Klimawandel, also weit vor der Geburt des schwedischen Klimaunwesens. Er, der April, schickt uns das Klima und dann das Wetter. Da soll sich noch wer auskennen. Morgen wird dieser Schnee schmelzen. Am Wochenende hat es frühlingshafte 15 Grad. Viel zu wenig für den April. Aber wo ist jetzt der heißeste April? Seit Millionen von Jahren. Soll ich graben, nach den Knochen der Dinosaurier suchen? Vielleicht hatten sie einen Fieberthermometer im Hintern. Heute schneit es, kalt ist. Die Menschheit kennt sich nicht mehr aus. Aus den TV-Geräten dröhnt noch der Klimatod. In den Häusern wird aber schon wieder munter geheizt. Die Natur stöhnt unter diesem Wetter. Die Natur passt sich aber an. Am Wochenende blüht wieder alles auf. Die Natur passt sich an. Nur der Mensch bleibt deppert und glaubt dem Irrsinn, den die Medien häppchenweise servieren. April, April, der macht, was er will.
In Deutschland und Österreich, ja, in ganz Europa, gibt es derzeit anscheinend kein größeres Problem als die vermeintlichen Kontakte von Politikern der freiheitlichen Parteien zu China und Russland. Was vor 3 Monaten die Potsdam-Geschichte rund ums Thema Remigration war, sind jetzt angebliche Spionageaffären von AfD-Politikern. Zuerst war es Petr Bistron, dem der tschechische Geheimdienst mutmaßliche Zahlungen aus Russland vorwirft. Dann erfolgte am Dienstag die Festnahme von Jian Guo, einem Mitarbeiter des AfD-Europaspitzenkandidaten Maximilian Krah. Dieser soll das Europaparlament und chinesische Oppositionelle in Deutschland für Peking ausspioniert haben. Die Medien kennen kein anderes Thema mehr und drehen es jetzt so, als habe Krah von dieser bislang nur behaupteten Spionagetätigkeit gewusst. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete heute dann auch noch Vorermittlungen gegen Krah ein im Zuge russischer und chinesischer Zahlungen. Was an den Vorwürfen gegen Bistron und Krah letztlich dran ist, ist unklar. Sollten sie sich eines ethischen oder juristischen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, müssen sie dafür natürlich die Konsequenzen tragen. Allerdings lässt die auffallende zeitliche Nähe der Skandale zur Europawahl doch aufhorchen. Just wenige Wochen vor der Europawahl zünden Geheimdienste, Verfassungsschutz, Ermittlungsbehörden und Systemmedien ein regelrechtes Feuerwerk an Anschuldigungen, ausgerechnet gegen die beiden Spitzenkandidaten. Schon ein bemerkenswerter zeitlicher Zufall. Doch wie üblich gilt auch hier natürlich die Devise schuldig bei Verdacht. Es fällt schwer, hier nicht die nächste groß angelegte Intrige gegen die einzige Oppositionspartei in Deutschland zu sehen. Ironischerweise wird der Vorwurf des Landesverrats gegen die AfD ausgerechnet von Politikern der Parteien erhoben, die mit nationaler Identität und Patriotismus ansonsten rein gar nichts anzufangen wissen. Der wahre Landesverrat liegt wohl eher in der Flutung Deutschlands mit illegalen Migranten, in der vorsätzlichen Erosion der Sicherheit, in der Zerstörung der Industrie durch Klimawahn, in der Gefährdung unserer Versorgungssicherheit durch Abschaffung und Abschaltung von Kraftwerken. Besonders infam, just die Politiker empören sich am lautstärksten über China-Spionage, die doch seit Jahren den Ausverkauf Deutschlands an China aktiv betreiben. Digitalminister Wissing setzte sich für die unbegrenzte Öffnung der deutschen 5G-Mobilinfrastruktur für Huawei ein, sogar als Nancy Faeser Sicherheitsbedenken erhob. Die Ampel genehmigte trotz zahlloser Warnungen die Übernahme von 24,9% der Anteile des Containerterminals im Hamburger Hafen durch den chinesischen Staatskonzern COSCO. Und seit Jahren erfolgt im Zuge von Joint Ventures und Firmenbeteiligung ein beispielloser Patent- und Technologietransfer nach China. Schon heute läuft hier kein Handy, kein Modem mehr ohne chinesische Technik. Ausgerechnet die Regierenden, die diese verantwortungslose Politik verantworten, werfen der Opposition jetzt Nähe zu China vor? In Österreich ist die Situation übrigens nicht viel anders. Hier steht die FPÖ derzeit ebenfalls wegen Verbindungen zur Spionageaffäre um einen Geheimdienstoffizier im Pranger. Dort geht man allerdings erkennbar ebenfalls im Zuge des Europawahlkampfs sogar noch einen Schritt weiter und kriminalisiert nicht nur die Opposition, sondern gleich auch noch die freien Medien. Denn hier wird die Bundesstelle für Sektenfragen neuerdings zu einer Inquisitionsbehörde gegen kritische Medien gemacht, etwa wie auf 1. All das zeigt doch, wie groß die Angst des Systems vor dem Kontrollverlust sein muss. Und nun spricht auch der einzige AfD-Abgeordnete, der sich hier in der Debatte angemeldet hat als Redner, das ist Stefan Keuter. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Sitzungswochenrhythmus finden im Deutschen Bundestag aktuelle Stunden statt. Alle beantragt von der regierungstragenden Fraktionen einzig und alleine darauf abzielend, die Alternative für Deutschland zu beschädigen. Haben Sie vor der Opposition in diesem Hohen Hause so viel Angst oder haben Sie keine inhaltlichen Themen, denen Sie im Europawahlkampf begegnen können? Eine Regierung, die gegen die Opposition demonstriert, gegen diese hetzt und agitiert, erinnert an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte. Sie sehen in den Kontakten der AfD zu Russland und China die Demokratie gefährdet. Wir sehen in dem Handel, dass Sie an den Tag legen, eine Gefährdung für unsere Heimat. Wir verurteilen, wenn CSU-Politiker Millionen mit Maskendeals scheffeln. Wir verurteilen, wenn CDU-Politiker Millionen aus Aserbaidschan annehmen. Wir verurteilen das Habeck'sche Amigo-System. Wir verurteilen die Verstrickung des SPD-Bundeskanzlers in Cum-Ex- und Wirecard-Skandale, die den Steuerzahler Milliarden kosten. Sie wollen lediglich von Ihrem Politikversagen ablenken. Und das jetzt auch noch, Frau Faeser, mit Unterstützung der deutschen Nachrichtendienste. Die inszenierte Wannsee-Konferenz 2.0 war ja nun offensichtlich ein Flop. Dubiose Vorwürfe gegen Petr Bistron, auch über angebliche tschechische Nachrichtendienstkontakte. Da gibt es auch nichts Greifbares. Jetzt sollen angebliche Tonbandaufnahmen von Papiergeraschel als Beweis dienen, dass hier angeblich Geld gezählt wurde. Ich erwarte von Ihnen gerichtsfeste Beweise. Solange Sie diese nicht vorlegen, gilt die Unschuldsvermutung. Und generell frage ich mich, wie soll ein Opfer Ihrer Kampagne hier überhaupt seine Unschuld beweisen können? Das ist doch überhaupt gar nicht möglich. Kommen wir zur nächsten Rakete, die Sie jetzt zünden wollen, die Causa Krah. Unser Spitzenkandidat ist durch Sie nicht zu greifen. Von der Ethikkommission der EU hat Herr Krah gerade noch einen Freispruch erster Klasse bekommen. Die Empfehlung, die an die Präsidentin des Europäischen Parlaments ging, war no breach, kein Verstoß. An angeblichen chinesischen Zuwendungen ist auch nichts dran. Angenommene Spesen in Höhe von 600 Euro wurden ordnungsgemäß in Transparenzregister der EU eingetragen. Die EU-Antikorruptionsbehörde hatte wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten im Vergabeverfahren ermittelt. Dieses Verfahren wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat niemals ein Verfahren dazu aufgenommen. Und weil sich Herr Krah nicht greifen können, gehen Sie jetzt an sein Umfeld. Es wurde ein Mitarbeiter verhaftet, ein Deutscher mit chinesischen Wurzeln, der vor einigen Jahren eingebürgert wurde. Angeblich ist unseren Nachrichtendiensten und ihren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz seit über 10 Jahren bekannt.
kann, dass es sich um eine unzuverlässige, angebliche Spionageperson handelt. Da frage ich mich, prüfen Sie eigentlich, wen Sie hier einbürgern? Zudem soll dieser auch zwischenzeitlich noch Mitglied der SPD gewesen sein. Der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang, Frau Ministerin, äußerte, man hätte diese Person schon lange auf dem Schirm gehabt und auf den richtigen Moment gewartet. Ist es nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, die Verfassungsorgane vor Spionage zu schützen? Warum haben Sie uns nicht über angebliche Spione, die für uns arbeiten sollen, frühzeitig informiert? Warum kommt dieses Thema ausgerechnet jetzt in Wahlkampfzeiten auf? Das ist ein bisschen sehr durchsichtig. Der Mitarbeiter hatte übrigens keinen Zugang zu eingestuften Informationen und Daten. Richtig ist, dass dieser Mitarbeiter die Aufgabe hatte, internationale Kontakte zu pflegen. Dazu gehört auch das Internationale Komitee der Kommunistischen Partei Chinas in Brüssel. Dieses Komitee ist international als Teil des Auswärtigen Dienstes anerkannt. Und wenn Sie mal googeln, Bilder, Klingbeil und diese Organisation, dann stoßen Sie auf den Vorsitzenden der SPD, der seit 2012 immer schick Fotos mit der Kommunistischen Partei macht, meine Damen und Herren. Unsere Gesprächspartner im Ausland wissen ja auch nicht unbedingt, wenn sie mit der deutschen Botschaft sprechen und es mit POL 2 zu tun haben, dass sie mit dem Bundesnachrichtendienst sprechen, meine Damen und Herren. Ihr Versuch, mit Geheimdienstunterstützung und Willferienmedien wie Spiegel und Co. die Opposition in diesem Lande zu beschädigen und als korrupte Spione darzustellen, verfängt nicht. Das ist eindeutig zu offensichtlich. Ein Unternehmer sagte mir, die Regierung jagt angebliche Spione der Opposition, die das Land ruinieren wollen. Er fragte, warum. Dazu braucht man ihre Politik, das reicht hier ganz alleine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Ihnen alles nehmen, nur den Fernseher nicht. Versprochen. Egal wie groß er ist. Wir werden dafür sorgen, dass dort nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Wir werden dafür sorgen, dass im Discounter der Alkohol so billig bleibt, dass ich wenigstens einmal die Woche die Hucke zusaufen können. Alle 4 Jahre veranstalten wir Wahlen, damit so aussieht, als würden wir uns für Ihre Meinung interessieren. Und damit so aussieht, als würden Sie überhaupt etwas ändern. Alle 2 Jahre ein sportliches Highlight, damit das kollektive Dahinsiechen vom kollektiven Freudentaumel übertüncht wird. Da können Sie jetzt im Sommer wieder die Schwänchen schwenken, wenn Yogis Jungs spielen. Und wenn Sie das alles als Gott gegeben gefressen haben, Ihre Arbeitslosigkeit, Ihre Sinnlosigkeit und 2,1 Billionen Euro Staatsschulden, dann kürzen wir Ihnen die Bezüge, damit Sie sehen, wie schön Sie es vorher hatten. Steht aktuell massiv im Fokus ausländischer Nachrichtendienste, insbesondere Russland, das auch schon länger. Aber seit Putins furchtbarem barbarischen Überfall auf die Ukraine erleben wir auch zunehmend hybride Angriffe in ganz neuer Dimension. Erstmals stehen wir vor der Gefahr russischer Sprengstoffanschläge, um unsere Unterstützung für die Ukraine zu unterbinden. Auch das haben unsere Sicherheitsbehörden Gott sei Dank verhindern können. Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Wir haben alle Schutzmaßnahmen massiv hochgefahren und wir haben in den letzten 2 Jahren bereits eine große Zahl auch russischer Spione des Landes verwiesen. Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten international gut vernetzt daran, die Pläne aller Staaten und Akteure zu durchkreuzen, die uns bedrohen. All das tun wir. Was wir nicht tun, meine Damen und Herren, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen auch weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Und falls dann noch einer die Klappe aufmacht, dann haben wir in der Hinterhand immer noch den internationalen Terrorismus. Dann kommen wir mit Turban und langem Bart. Und ich sage, nein, es machen wir ihnen so lange Angst, dass sie ihn durch Mark und Bein fährt. Und spätestens dann fressen sie uns aus der Hand. Das deutsche Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser hat einen Bürgerrat gegründet, der Strategien zur Bekämpfung sogenannter Fake News ausarbeiten soll. Vorgesehen sind Meldestellen, die Löschung von Beiträgen in sozialen Medien und ein gesetzlicher Auftrag zur Strafverfolgung sogenannter Desinformation. Laut der am Projekt beteiligten Bertelsmann Stiftung richte sich das Projekt vor allem gegen vermeintlichen Hass im Netz und biete eine, so wörtlich, weltweit einzigartige Form der Bürgerbeteiligung. Die Mitglieder des Bürgerrates sollen zufällig ausgewählt werden. Auswahlkriterien sollen unter anderem Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund sein. Faeser selbst erklärte bei der Gründung des Bürgerrates, gezielte Falschinformationen würden die politische Diskussion verfälschen und vergiften. Zitat: Unsere Maßnahmen gegen Desinformation sind deshalb Maßnahmen zum Schutz unserer Demokratie. Was genau mit Desinformation gemeint ist, lassen die Empfehlungen des Rates offen. Wie aber schützen wir die Demokratie im Bereich von Social Media? Da gibt es sicherlich 5 Hebel. Idealerweise sollte man sich über die Frage eines Botverbotes verständigen, damit eben die Nutzung gefälschter Profile Straftat ist. Es geht auch um die Frage einer Klarnamenpflicht, weil Meinungsfreiheit nicht hinter Pseudonym versteckt werden soll. Es geht auch um die Frage, dass wir verwirkbare Social-Media-Lizenzen für jeden Nutzer schaffen sollten, damit eben auch Gefährder im Netz nichts verloren haben. Es wird uns beschäftigen müssen, wie wir Algorithmen einhegen, damit wir die Meinungsvielfalt auch in sozialen Netzwerken beleben.
Und es geht um eine stärkere Medienkompetenz. All das wird uns im Thüringen-Monitor an unterschiedlichen Stellen sichtbar gemacht. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass Thüringen nicht nur ein Land einer funktionierenden digitalen Infrastruktur, klaren Lösungskonzepten für unsere Bürger bedeutet, sondern eben auch auf die veränderte politische und auch tatsächliche Kommunikation im digitalen Raum achten. All das zusammen führt dazu, dass Blasen platzen und Echokammern sich wieder öffnen. Und das schützt unsere Demokratie. Man kann auch überlegen, ob Bevölkerungskontrolle nicht vielleicht auch wichtig wäre. Man kann auch überlegen, ob Bevölkerungskontrolle nicht vielleicht auch wichtig wäre, weil wir einfach zu viele sind, weil wir einfach zu viele sind, weil wir einfach zu viele sind. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dann müssen wir Kapitalismus simulieren. Was machen wir? Jedes Bundesland, manchmal einige größere Gemeinden, die Bundesrepublik Deutschland haben Innovationsfonds, wo wir Geld reintun und mitfinanzieren. Aber das machen wir, weil die vielen reichen Leute in Deutschland ihr Geld nicht in die Wachstumsfinanzierung stecken. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Wenn wir eines Tages auf die Liste der größten Fehler der Ampelkoalition zurückblicken, wird die Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke darauf einen prominenten Platz einnehmen. Wenn schon 2022, als in Robert Habecks Wirtschaftsministerium eine angeblich vorurteilsfreie Prüfung des Für und Wider einer Laufzeitverlängerung stattfand, war mir klar, eher würden sich die Grünen selbst eine Hand abhacken, als das für die Ideologen der Partei wichtigste Ziel zu gefährden, das endgültige Aus für die Atomkraft in Deutschland. Die Verdrehung von Fakten hat in der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung eine lange Tradition. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass auch das von Robert Habeck geführte Ministerium offenbar so lange an den Stellungnahmen herumdoktert, bis das gewünschte Ziel herauskommt. Dass wir angeblich die letzten Atomkraftwerke nicht bräuchten, dass ein Weiterbetrieb nicht sicher sei und dass wir das ja alles durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien lösen könnten. Als ob es so einfach wäre. Weltweit ist unbestritten, solange wir Energie nicht in großem Ausmaß speichern können, werden wir für die Sicherung unserer Energieversorgung Kraftwerke brauchen, die auch funktionieren, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Manchmal hilft ja auch ein Blick über den deutschen Tellerrand. Nahezu alle großen Industrieländer verlängerten wegen der Herausforderung des Klimawandels die Laufzeiten ihrer Atommeiler oder errichten neue Kernkraftwerke. In Frankreich und Finnland ist der Bau von Endlagern fortgeschritten. Kernkraft ist gut für Energiesicherheit und Klimaschutz. Nur bei uns behaupten grüne Minister weiter, die energiepolitische Geisterfahrt Deutschlands sei wissenschaftlich fundiert und notwendig. Robert Habeck ist Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit der Entscheidung zum Atomausstieg hat Habeck der Wirtschaft und dem Klima schweren Schaden zugefügt. Ich will kein Gas, wo ich jeden Morgen aufwachen muss und schauen muss, wie Herr Putin gelaunt ist und zu welchem Preis er mir es verkauft. Da kaufe ich das Gas lieber bei den Norwegern und lieber bei den US-Amerikanern, bei verlässlichen Partnern. Locken lasse ich mich von Herrn Putin nicht nochmal. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da sagen Sie Ihrem Wirtschaftsunternehmen. Sagen Ihnen was an. Von allen Seiten hört man, 1933 darf sich unter keinen Umständen wiederholen. Doch was ist damals genau geschehen? Bürger wurden diffamiert von den Nationalsozialisten, also den Nazis. Andersdenkende wurden verraten von den Nazis. Die Medien wurden kontrolliert von den Nazis. Meldestellen wurden eingerichtet von den Nazis. Das Volk wurde gespalten von den Nazis. Parteien wurden verboten von den Nazis. All diese Dinge wiederholen sich heute, doch es ist weder die AfD noch die Werteunion, die dafür verantwortlich sind. Es sind die Sozialisten der SPD und ihre Koalitionspartner, die Grünen und die FDP. Überlege dir demnach genau, mit wem du auf die Straße gehst und gegen wen du deinen Protest richtest. Hier in Deutschland wird Politik gegen das deutsche Volk gemacht. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hätzchen durchgeschnitten. Man muss zuerst durch den stinkenden Sumpf laufen. Es stinkt wie so. Damit man am Ende das klare Wasser zu schätzen weiß. Und das war's für heute. Und so zerbröselte kriegst du mal.